Sehr geehrte Herren Präsidenten, lieber Emmanuel Macron und sehr geehrter lieber Sergio Mattarella, sehr geehrte Frau Präsidentin der Kommission, elect, wie man so schön sagt, liebe Ursula von der Leyen, lieber Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen, Exzellenzen, liebe Christine Lagarde und natürlich lieber Mario Draghi und ich darf vielleicht auch sagen, liebe Familie Draghi. Die Verbindungen zwischen deiner Heimat oder ihrer Heimatstadt Rom und Frankfurt, die sind ja unübersehbar. Der Limes verläuft nur wenige Kilometer von hier entfernt. Die Spuren römischen Lebens finden sich hier allerorts. Und selbst das Rathaus, der Frankfurter Römer und der Römerberg inmitten der Altstadt zeugen von der kultur- und geistesgeschichtlichen Nähe zur ewigen Stadt. Im Grunde also bewegen auch Sie sich, lieber Mario Draghi, in der guten Tradition als Römer hier Spuren zu hinterlassen. Und in der Tat haben Sie das in den 8 Jahren als Präsident der Europäischen Zentralbank nicht nur hier, sondern europaweit getan. Die EZB ist durch stürmische Zeiten geführt worden, in denen sich auch, aber nicht nur, die Schwachstellen der Europäischen Währungsunion offenbarten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir vor 8 Jahren kurz, und jetzt wechsle ich mal in das Du, weil ich Mario Draghi so oft gesehen habe, kurz vor deinem Amtsantritt in Frankfurt zusammentrafen. Gleich im Anschluss an die Feierlichkeiten war die erste gemeinsame Krisensitzung anberaumt. Viele weitere sollten folgen. Das waren keine einfachen Tage und auf den Märkten wurde über ein Auseinanderbrechen des Euroraums spekuliert. Davon sind wir heute, 8 Jahre später, weit entfernt. Das Vertrauen der Marktakteure in den Euro und den Euroraum ist zurückgekehrt. Unser Währungsraum ist zwar nicht ohne Probleme, aber doch weitaus stärker als zu Beginn der europäischen Staatsschuldenkrise. Und die Europäische Zentralbank hat unter deiner Führung dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet. Als Stimme für den Euro im internationalen Konzert, als Antreiber für Weiterentwicklungen und als Vertreter einer unabhängigen Notenbank. Und das bemisst sich nicht allein in Daten und Zahlen, sondern zeigt sich auch in hohen Zustimmungswerten der Bürgerinnen und Bürger zum Euro in den Mitgliedstaaten der Eurozone. Und die EZB hat während deiner Präsidentschaft einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität dieses Euroraums geleistet. Geschafft hat sie das erstens als unabhängige Institution. Es ist diese Unabhängigkeit einer Zentralbank, die gerade auch in Deutschland mit der Bundesbank eine lange und vor allem bewährte Tradition hat. Wir haben manchmal auch erlebt, dass Unabhängigkeit natürlich auch ein Schutz ist, wenn man nicht einverstanden ist mit allem und jedem. Unabhängigkeit schützt in jede Richtung. Unabhängigkeit ist aber, so unsere Überzeugung, die wesentliche Voraussetzung für die Zentralbank, ihr vorrangiges Ziel zu erfüllen, nämlich die Gewährleistung der Preisstabilität. Und als Garant für Preisstabilität ergibt sich dann auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Diese Unabhängigkeit zu verteidigen, das galt und gilt gerade auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Lieber Mario Draghi, du hast nicht den leisesten Zweifel an der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank aufkommen lassen. Wenn du zum Beispiel gesagt hast, ich zitiere dich, wir werden von niemandem gedrängt, wir sind unabhängig, wir bilden unsere eigene Meinung. Das ist es. Zitat Ende. Zweitens, die EZB hat während ihrer Präsidentschaft oder deiner Präsidentschaft die Weiterentwicklung der Währungsunion maßgeblich vorangetrieben. Einmal, indem du und deine Kolleginnen und Kollegen für den Euro international eingetreten sind. Ich erinnere an den Juli 2012. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Vielleicht einer der berühmtesten Sätze, die aus deiner Amtszeit haften bleiben werden. Wie in Deutschland üblich, hat sich das Bundesverfassungsgericht mit diesem Satz auseinandergesetzt und sich unter gewissen Bedingungen deiner Einschätzung und deinen daraus folgenden Taten angeschlossen. Die europäische Staatsschuldenkrise hat uns ja vor ganz neue Herausforderungen gestellt, die eben auch neue Antworten verlangten. Und die Bankenunion war eine solche Antwort,
Nie wieder sollten einzelne Banken ganze Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft ziehen. Dank der Europäischen Zentralbank konnten wir die ersten Schritte zum Aufbau der Bankenunion sehr schnell umsetzen. Wir haben damals entschieden, die gemeinsame Aufsicht für Großbanken bei der Europäischen Zentralbank anzusiedeln. Und das zeigt das Vertrauen, das wir auch als Staats- und Regierungschefs in die Europäische Zentralbank gehabt haben, in ihre Handlungsfähigkeit als Gemeinschaftsinstitution. Und wir werden weitere Schritte im Rahmen der Bankenunion folgen lassen müssen. Und wir brauchen auch die Kapitalmarktunion in Europa, Dinge, die du immer wieder angemahnt hast. Die Europäische Zentralbank hat aber auch und zu Recht auf die Grenzen ihres Mandats hingewiesen. Denn Geldpolitik vermag viel, aber nicht alles. Die Europäische Zentralbank kann den Regierungen nicht die Hausaufgaben abnehmen, die diese selbst zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Länder machen müssen. Und deshalb hat Mario Draghi in vielen Sitzungen des Europäischen Rates wieder und wieder angemahnt, dass die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Das gilt gerade auch in wirtschaftlich guten Zeiten, die für Strukturreformen zu nutzen sind, damit sich die Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht allein in Krisenreaktionspolitik erschöpft, sondern vorausschauend die Grundlagen für künftiges Wachstum stärkt. Drittens, übergeordnetes Ziel der Europäischen Zentralbank war und ist ein stabiler Euro. Dank der Bankenunion, des Euro-Rettungsschirms, der Stärkung des Stabilitätspakts steht der Euro heute auf einem weitaus festeren Fundament als vor 8 Jahren. Aber wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Wir müssen weiterarbeiten. Und daher gehen wir einen weiteren Schritt mit dem neuen EU-Haushaltsinstrument für Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz und mit der Stärkung des europäischen Mechanismus ESM. Gerade die Konvergenz ist von entscheidender Bedeutung für die Eurozone, denn wir müssen feststellen, dass sie in den letzten Jahren nicht ausreichend stattgefunden hat. Und wir haben gerade für die Schaffung dieses neuen Haushaltsinstruments auf der Grundlage von deutsch-französischen Vorschlägen im letzten Jahr zentrale Eckpunkte beschlossen und wir werden die Rechtstexte hoffentlich bis Dezember dann auch verabschieden. Und wenn wir dann eine mittelfristige finanzielle Vorausschau haben, sehr geehrte Frau Präsidentin, elect, da müssen die Mitgliedstaaten noch dran arbeiten, dann wird auch dieses neue Haushaltsinstrument uns zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, all das tun wir in der Überzeugung, dass der Euro weit mehr ist als eine Währung, die nur die mit ihr verbundenen Geldfunktionen erfüllt. Der Euro ist vielleicht noch vor dem Schengener Abkommen, in jedem Fall aber neben Schengen, das zentrale Symbol der Unumkehrbarkeit des europäischen Einigungsgedankens. Und deshalb sind Deutschland und die Stadt Frankfurt stolz darauf, Heimat der Europäischen Zentralbank zu sein. Das Aufwärtsstreben Frankfurts als eines der größten Finanzzentren Europas, nicht ganz ohne Wettbewerber, wird nirgends anschaulicher als mit diesem beeindruckenden Hauptgebäude, in dem wir heute hier zu Gast sind. Weithin sichtbar und zugleich in der Frankfurter Skyline eingefügt, zeigt dieses Haus, dass die Europäische Zentralbank Teil dieser Stadt ist. Und erstmals seit Bestehen der Europäischen Zentralbank wird hier demnächst eine Präsidentin einziehen. Liebe Christine Lagarde, ich freue mich sehr, dass mit dir eine so herausragende Persönlichkeit den Staffelstab von Mario Draghi übernimmt. Auf dich als EZB-Präsidentin warten spannende und vor allem verantwortungsreiche Aufgaben. Und ich wünsche dir dafür von Herzen eine glückliche Hand und viel Erfolg. Dir, lieber Mario Draghi, erleichtert es vielleicht den Abschied, dass du die Führung der Europäischen Zentralbank bei deiner Nachfolgerin auch weiterhin in wirklich guten Händen weißt. Für deinen leidenschaftlichen Einsatz als europäischer Zentralbankspräsident danke ich dir von Herzen. Du hast die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank bewahrt und gelebt und die Währungsunion gestärkt. Du hast den Euro durch unruhige See navigiert, Kontroversen bist du nicht aus dem Weg gegangen und wir können heute auf eine erfolgreiche Währung blicken. Damit hast du dich um Europa, um den Euroraum und die Stabilität seiner Währung verdient gemacht. Und das sind wahrlich tiefe Spuren, die du hinterlassen hast, die auch Eingang in das Leben der Stadt Frankfurt finden werden. Herzlichen Dank und alles erdenklich Gute für die Zukunft.